Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Liebe Schwestern und Brüder, an der Hauptfarbe, an der Form der Gesichter, an der Sprache und Dialekt oder an den Namen erkennen wir, wo die Leute ursprünglich herkommen. An der Sprache und Dialekt erkennen wir, aus welchen Teilen Deutschlands die Menschen ursprünglich kommen. Wir erkennen deutlich die Bayern, die Achsen, die Rheinländer und die Pfälzer. Meine Frage ist, woher kommt der Mensch eigentlich? Woher kommt der geschaffene Mensch ursprünglich? Die Bibel sagt uns, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist. Gott hat den Menschen als sein Abbild und Gleichnis geschaffen. Mit anderen Worten, wir sind Kinder Gottes. Wie schön wäre es noch, diese Kindschaft zu besitzen. Wir waren schon Kinder Gottes, aber durch den Sündenfall verloren die Menschen diese Kindschaft Gottes. Aber durch Jesus gibt uns Gott die Chance, wieder Kinder Gottes zu werden. Davon lesen wir im heutigen Evangelium. Allen aber, die Jesus aufnehmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das ist das weihnachtliche Angebot an uns Menschen. Wer glaubt, der ist gerettet. Amen.